Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal heute mit Doppelkonter in der Backline. Und ich bin sehr gespannt, was Doppelkonter hier so Schönes alles in diesem Fossil Cup noch reißen kann. Jetzt muss ich einmal aufstehen. Oh mein Gott, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich muss vorproduzieren, denn es steht Urlaub an. Das heißt, das ganze Wochenende bin ich weg und ich brauche Videomaterial. Führung ist nicht die geilste. Der Wechsel war extrem dämlich. Oh, gut, dass der Gegner auch rausgeht. Warte mal eine Sekunde. Wait a second. Vielleicht ist es dann doch gar nicht so verkehrt. Ich sitze gerade in der Küche. Überall wird sonst gerade gepackt. Das heißt, wenn es hier anders klingt als sonst, ist es halt die Küche, ne? Okay. Wie werde ich dich los? Gar nicht. Frag mich wie? Ich weiß es nicht. Das ist gerade weniger als gut. Das ist extrem bescheiden. Tatsächlich sogar, denn Pelipper nimmt mich noch komplett hops. Doppelkonter ist keine gute Idee gewesen. Zumal nicht mit Scherox vorne. Das ganz und gar nicht, weil dort, ja, hey, Landhuhn, Pelipper nimmt mich gut auseinander, ne? Da mache ich gar nicht so viel. Ich muss mal gucken. Das Doofe ist, dass du hier noch eine Attacke schaffst, ne? Und ich will aber auch nicht schilden. Sollen wir uns angucken, wie stark mich so ein Surfer zerstört? Höchstwahrscheinlich nimmt er mich komplett hops, ne? Das tut so dermaßen weh. Schaffe ich noch einen. Dreifach Wasser. Sehr geil. Okay, das war's. Das war's. Okay. Ich habe verstanden. Das Team ist nicht gut. Alles klar. Ja, okay. Game over. Bleibt mir halt nichts anderes übrig. Da bin ich total auseinandergenommen worden. Das bringt mir gar nichts. Alles klar. Schwierig. Ich dachte, Scherox mal zu zeigen in der Doppelkonter-Backline ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber dann nicht in diesem Cup. Das ist nicht gut gewesen, meine Freunde. Das war eigentlich alles andere als gut. Scherox Tentakel. Mag man gar nicht so gerne, ne? Du gehst raus. Okay, die Frage ist, was ich jetzt tue. Ich habe zwei Pokémon, die potenziell besser sind gegen Tentakel. Die Frage ist, wie ich das ausspielen will. Der Schaden hier tut erstmal so auf den ersten Blick. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Ich werde jetzt mit ein bisschen Energie rausgehen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich das überlebe. Zack. Dann kann ich hier nochmal raus und anfangen rumzukontern. Ist das der Plan? Why not? Why not? Bitte, sag mir, dass das jetzt ein Donnerblitz ist, weil Surfer würde ich nicht chillen wollen. Wie viel Energie hast du? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du hast doch schon genug. Das ist doof. Ich habe gehofft, dass du fünf Attacken brauchst, weil dann hätte ich in den Gleichstand eingesetzt. Ich muss leider chillen, da ich sonst hops genommen werde. Ich habe mega viel Energie. Was holst du rein? Tentantel wird wahrscheinlich nicht reinkommen. Das heißt, ich sehe möglicherweise dein anderes Pokémon. Alles klar. Nochmal, so ein Pelipper ist natürlich uncool. Du bist jetzt bei zwei Attacken und Schild ist auch noch korrekt. Drei, vier, fünf. Okay. Boah, ich werde so Probleme gegen dich haben, ne? Ich werde so dermaßen Probleme gegen dich haben. Okay, du gehst auch raus. Du bist jetzt bei einer Attacke. Das bedeutet, dass es trotzdem nicht gut aussieht für mich. Eins, du kannst schön farmen, ne? Zwei, drei, vier. Oh, du farmst mega gut. Das ist halt ein dickes Problem gleich für mich, ne? Höchstwahrscheinlich drückst du mir dann einfach den Orkan, ne? Du drückst mir dann einfach bei meinem. Wie heißt der Kollege? Quapo? Quapo Red? Drückst du mir den Orkan und das will ich eigentlich gar nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, runterfahren wird funktionieren, ohne hier nochmal was abzubekommen. Du hast aber Energie. Und das ist nicht gut. Das heißt, 1, 2, 3, 4 und der Orkan, der gehört mir. Das ist nicht gut, meine Freunde. Ich werde sowas von hops genommen, ne? Das ist mies. Mieser könnte das eigentlich gar nicht ablaufen. Jetzt mal ehrlich, nicht gut, gar nicht gut.
Boah, das Team, ne? Das war so Grütze. Das war jetzt so Grütze. Die Führung hätte anders sein müssen. Wenn ich mit Doppelcounter schon Schwierigkeiten habe gegen Pelipper, aber ist das auch nicht clever, in der Backline, dann vorne noch ein Sherox haben, welches da auch mit Resistenzen angreift. Muss ich hier mal blind rausgehen? Ich gehe mal jetzt hier raus, ne? Du bist bei 1, 2 und du wechselst 1, 2, 3, 4, 5. So, okay, dich muss ich irgendwie loswerden. Das heißt, ich werde einfach mal deinen Meteorologen schilden. Irgendwie hat jeder einen Pelipper. Es ist aber auch nachvollziehbar. Das Ding ist leider sehr, sehr stark und extrem nervig. Von daher nicht optimal. Schöner Schild. 3, 4, 5. Leider hast du deine nächste Attacke und auch die muss ich erneut schilden. Jetzt bin ich bei einem Spukball. Bringt mich aber nicht sonderlich weit, richtig? Du bist wieder bei 1. Es wäre wirklich wichtig, wenn du die Attacke bei 5 hast und nicht bei 4. Bei 4 wäre es wieder richtig mies für mich. Kein Schild, nein. Das heißt 1, 2, 3. Werde ich doch noch ein Schild bekommen? Kannst du das überleben? Es wäre schon richtig mies, wenn du es einfach überlebst. Ich fange den Metrologen ab. Es ist nicht clever, hier einfach reinzugehen, aber ich will nicht, dass Lucario jetzt einfach für Nüsse drauf geht. Den Wechsel herzugeben war nicht gut, ne? Ja, egal, das kommt rein. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich kann etwas Schaden verursachen. Und das ist ja an sich etwas, was man haben möchte. Die Frage aller Fragen. Was ist dein letztes Pokémon? Das wird mich höchstwahrscheinlich hops nehmen. Sehe ich das richtig? Ich gehe ganz, ganz fest davon aus. Oh mein Gott, dieses Team hier, ne? Der Donner sogar. Das heißt, ich komme jetzt hier mit wieder rein. 1, 2. Und auch hier ist es absolut Grütze, was ich gebaut habe. Oh mein Gott, das wird so ein räudiges Set. Ein knackiges, saftiges 0 zu 5 streben wir hier an. Doppel-Counter nicht zu gebrauchen. Absolut nicht. Oh mein Gott, ich werde so baden gehen, na, das glaubt ihr nicht. Hey, einmal gewinnen, das wäre was, ne? Kann man das anstreben? Ist das möglich? Ist das irgendwie drin? Oder ist mein Team so grütze, dass ich einfach komplett drauf gehe? Höchstwahrscheinlich. Der Gegner hier, der hat schon geahnt. Ah, doch nicht, der Kampf beginnt. 40 Punkte unter mir und dann noch den Kampf verlieren, das wird schmackhaft. Apoqualy. Du resistierst meine Sofortattacken, aber der Nachthieb, der wird dir wahrscheinlich Schaden raushauen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh nein, ich bin ins falsche Pokémon. Oh, wenn man dumm ist, dann aber richtig, ne? Oh, ein Gleichstand. Ich kann mir den Wechsel noch holen. Oh, das ist gut. Wenn man dämlich ist, meine Freunde, dann richtig. Warum gehe ich hier rein? Warum nicht in Quappo? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt habe ich... Oh, du bist so eklig, ne? Wenn du jetzt noch... Oh mein Gott, ich fass es nicht. Säurespeier. Oh, ich glaube, ich muss das auch mal spielen. Ich bin so angewidert, ne? Und die Uhr habe ich auch nicht runterticken lassen. Ich bin gerade so angewidert. Oh mein Gott, ey. Alles klar, den Wechsel hätte ich haben müssen. Das wär wirklich relevant gewesen, ne? So, das heißt, zack. Oh Gott, das war dämlich. Aber schönes Team von dir. Apoqualyp und dann eine Doppelfeuerschwäche in der Backline. Und Doppelkonter hast du auch am Start. Sehr geil, einen Boost habe ich auch noch bekommen. Leider bringt mir das nichts. Leider bringt mir das Zero, Nothing bis gar nichts. Von daher kann ich da auch rausgehen. Dieses Set dient keinerlei, wie soll ich das formulieren? Dieses Set dient nicht dazu, um Spielerfahrung weiterzugeben. Zur Unterhaltung wahrscheinlich auch nicht, weil so unterhaltsam ist das nicht, zerstört zu werden, glaube ich. Oh Mann, ey. Lustige Sprüche sind mir auch nicht eingefallen. Und du bist eins der Pokémon, auf das ich gar keinen Bock habe. Wenn wir da mal ehrlich sind, guckt euch diesen Schaden an, was dieses Teil austeilen kann. Hey, aber drinbleiben wäre auch keine Option und meinen Hardcounter wollte ich jetzt auch nicht.
Oh mein Gott. Ich bekomme ein Schild, bringt mir aber trotzdem nichts. Jetzt muss ich die Uhr runterticken lassen. Bitte sag mir, du hast noch einen Landturm und zerstörst damit komplett mein Team. Sag es, hol Landturm rein. Oh, das geht. Das ist kein Landturm, das ist tatsächlich etwas, das annehmbarer ist. Darf ich hier auf Siedewasser? Ist das eine Option? Ist Siedewasser eine Option? 1, 2. Warte, es könnte knifflig werden, mein Freund. Hey, ist das der letzte Kampf, den ich hier vielleicht noch gewinnen werde, damit ich nicht komplett negativ rausgehe? Du schildest nicht. Perfekt, ich kann runterfarmen. So, Wechsel ist auf meiner Seite. Dein letztes Pokémon ist ein was? 1, 2, 3, 4, 5. Aquahobitze abfangen. Ja, es wird monstermäßig wehtun. Ich brauche meine Energie drüben. Das heißt, gleich wird es... Oha! 1. Jetzt gibt es halt durchgehend diese Action, ne? Du bist jetzt bei 2 Attacken, sehen wir das richtig? Höchstwahrscheinlich schildest du, nachdem du gerade Siedewasser gesehen hast. Ist das korrekt? Bam. Das heißt 2, 1, 2. Ich kann deine Attacke schilden, weil du vielleicht schon Knuddler hast? Nein, Steigerungshieb. Das war dumm von mir. Nicht tragisch, 1. 2. Ich müsste deine Aquahobitze überleben. Ach, du hast die gar nicht. Das heißt, ich bin jetzt hier einmal gesteigert und drücke dir jetzt das Siedewasser. Die Attacke würde dich besiegen. Und ich komme hier nochmal mit einem Win raus. Das heißt, komplette Klatsche haben wir jetzt nicht bekommen. Das konnten wir nochmal, da konnten wir nochmal drum rumspielen. Sonderlich gut war es nicht. Zeitpunktmäßig hatte ich auch keine Zeit vorher was aufzunehmen. Deswegen kommt das hier einfach ein bisschen später oder am nächsten Tag. Denn wir haben jetzt gerade 12.36 Uhr und ich bin seit gestern 12 Uhr wach. Ich hatte meine 12 Stunden Nachtschicht, war danach im Fitnessstudio und bin seitdem wach. Und ich ziehe das auch komplett durch, damit ich heute Abend vernünftig schlafen kann. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen aus irgendeinem Grund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.